Name ist Tobias Messmann, bin seit 5 Jahren in der Winkelmann Group und leite das Energiemanagement. Wir wollen uns so gut wie möglich in allen Standorten weltweit autark stellen und der Start ist halt hier in Aalen an der Schmalbachstraße an unserem Stammsitz. Die MTU hat immer Microgrids gebaut in Gegenden, wo man es musste, weil man keine stabile Spannung, Strom etc. hat. Wir haben das hier gemacht aus völlig ohne Not. Ein Inselnetz ist eine Autarkie, also eine Selbstversorgung. Man lebt wie auf einer Insel dann hier von der Energieversorgung. Das heißt, Strom, Wärme, Kälte wird alles hier erzeugt, komplett autark vom öffentlichen Stromnetz. Das Ziel davon ist natürlich, dass man Solar mit einer integrierten Windkraft integriert, das Ganze intelligent speichert. Ein Microgrid ist eine Insel, auf der wir leben, die sich selbst mit Strom versorgt. So ist das für uns. Das ist eine BHKW-Anlage aus 6 Motoren mit Strommassenspeicher, Batteriespeicher und versorgt letztendlich das komplette Werk. Warum baut Winkelmann diese Sache aufs Dach? Weil wir hier mitten in der City sind und keine Räumlichkeiten mehr oder Flächen zur Verfügung hatten. Wenn das fertig ist, sieht es gar nicht mehr so eng aus, aber wo wir hier gebaut hatten, man hat sich nicht bewegen können, man musste sich überlegen, was in welche Reihenfolge reinkommt. Die große Herausforderung war hier eigentlich die Kürze der Zeit, dann die 3 Firmen unter einem Hut zu bringen und innerhalb der laufenden Produktion quasi die Anlage zu errichten, in Betrieb zu nehmen und jetzt eben schon ja, zur Produktion bereitzustellen. Und da musste alles laufen, also innerhalb von 8 Stunden mussten wir die Umschaltung hinbekommen und wenn nicht, wäre es eng geworden. Und wenn es nachher dann trotzdem so funktioniert, wie es sein soll, das ist toll. Wir haben Stromerzeugung aus reiner Gas, also wir haben keine Braunkohle, wir haben keine Steinkohle. Und der nächste logische Schritt ist, dass man andere Energien mit reinnimmt in so eine Insel oder in so einen Verbund. Also wir wollen noch einen erneuerbaren Teil mit reinbringen, also so heißt entweder PV oder dann gegebenenfalls Biogas, um dann die Motoren weiter laufen zu lassen. Also das ist unsere Vision an der Stelle. Die Erfahrungen, die wir jetzt sammeln, die werden uns definitiv in der Zukunft helfen, dass wir da weiterkommen.